Jetzt liegt da eine Karte drin oder was? Nee, eine Zeitung. Auf dem Fahrkartenautomat liegt eine Zeitung. Tödlicher Unfall in Hazel Street. Gegen 23 Uhr am 4. des Monats fiel ein auf dem Bahnsteig der Station Hazel Street wartender Mann auf die Gleise und wurde von gerade erfahrenen einfachen Zug Richtung St. Renat College enthauptet. Das Opfer starb auf der Stelle. Ja, wenn es enthauptet wurde, witzig. Die Polizei untersucht, ob es ein Unfall oder Selbstmord war. Zeugen zufolge schien das Opfer jedoch nüchtern zu sein und absichtlich vom Bahnsteig zu springen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Selbstmord handelt. Die Identität des Opfers ist noch immer unbekannt. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Diese Zeitung ist 4 Monate alt. Wieso liegt die jetzt hier rum? Ich hab keine Ahnung. Ach, guck mal, hier ist er offen. Wusste ich. Scheiße. Hier arbeitet niemand. Wo sind sie wohl alle hin? Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, was guckst du? Hallo? Meine Güte. Ich habe eine Karte der U-Bahn. Ey, jetzt ist das nächste Level eine U-Bahn. Was geht denn mit euch ab? Hallo Konami? Also bei allem Respekt, das könnte bei einem Shooter oder bei einem Metal Gear Solid oder sowas bringen, aber... Aber jetzt hier? Silent Hill auf einem Bahnsteig? Ganz ehrlich, ey. Oh, das ist ja schon fast lächerlich. Ich hab was gehört, ach nö. Okay, einmal auf die Karte checken. Da war ich schon, da alles vorbei, also kann ich nur da runter. Dann gehen wir mal dahin, wo es eigentlich sein sollte. Nämlich hierhin. Na, bleibt die da an der Kante hängen, ist ja wohl. Bodenlose Frechheit. Noch sieht aber alles ganz in Ordnung aus. Gucken wir mal, ob hier irgendwo was ist. Die Feuertüren sind verschlossen. Die wären nur schwer zu öffnen, also vergiss es. Wenn es nur ums Rein- und Rausgehen geht, sollte ich die kleine Tür am Ende verwenden. Mhm. Ja, aber die ist doch offen. Naja, was weiß ich nicht. Oh, das ist natürlich ein komplizierter... Wo geht's denn hier überall lang? Ich komme hier gar nicht klar. Da komme ich nicht lang. Ich bin ja sowas von orientierungslos. Erstmal hier ein bisschen weiter gehen. Eigentlich müsste ich jetzt zum Bahnsteig 3. Und da komme ich nicht durch, weil da ist... Die Tür ist mit einer Kette verschlossen und die Kette ist mit einer Schraube und Mutter gesichert. Die Mutter ist fest angezogen, ich kann sie mit bloßen Händen nicht drehen. Okay, also muss ich einen Schraubenschlüssel finden. Und wo geht's denn da überhaupt lang? Zur Plattform 2, aber ich muss zur Plattform 3 da hinten. Dann kann ich auch lang, offensichtlich. Okay. Gucken wir mal da hinten. Gehen wir mal hier lang. Wir müssen zur Plattform 3, sprich da entlang.
Das dürfte jetzt eigentlich auch schon der richtige Bahnsteig sein. Gucken wir mal. Ist aber auch eine tief und verschachtelte U-Bahn, mein lieber Scholli. Wo ist denn die, ey? Oh, bestimmt so eine verdammten. Oh, ein langer Ladescreen. Da hinten sehe ich es doch schon. Das ist denn für ein gemeines Geräusch? Es ist eine Möglichkeit. Hallo. Was für ein verdammter Köter. Da gibt's so einen Kopf nie hier. Komm. Es bringt einfach nichts, bei diesen Geräuschen hier zu reden. Schön, dass ich hier wenigstens. Ach so, das ist das Monster, okay. Mann. Komm. Komm, jetzt. Hopp. Geht doch. Ich da jetzt aber auch nicht über den Bahnsteig laufen kann, ist ja auch doof. Ja, ich meine über die Gleise dahinten. Also ich kann auf dem Gleise an sich kann ich rauf, ja, aber auf den Rest nicht. Naja, gut. So. Bin ich wahrscheinlich sowieso halb tot? Nee, es geht noch. Könnte schlimmer sein. Jetzt gucken wir mal. Einmal hier und auf die andere Seite, bitte. Dankeschön. Genau, da kam ich nämlich nicht durch. Hier ist ein Gesundheitsdrink, ist auch sehr schön. Und hier ist immer überall gar nichts. Okay. Viel Wirbel um 0,00 nichts. Und der Schweiß läuft von meiner Stirn. Freunde, es ist zu warm. Aber ich kapituliere nicht. Nee, nee, noch hören wir nicht auf. Erst gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Weil wenn ich jetzt hier aussteigen würde, erstens habe ich keinen Speicherpunkt. Das ist schon doof allein. Zweitens habe ich keine Ahnung, was das Ziel ist. Drittens bin ich komplett orientierungslos. Also jetzt schon. Und wenn ich jetzt die Aufnahme stoppen würde, um das auf, ja, wahrscheinlich morgen zu vertagen... Eine Zeitung.
Nee, Buch. Das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist das aber auch nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spucken am Ort ihres Todes, spuken. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie auf Suche nach Rettung an Menschen werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden. Oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohem Unfallaufkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solche Stellen vorsichtig sein, besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dass es ihnen auch passiert. Okay. Kann das vielleicht eine insgeheim kleine Andeutung sein, dass ich selbst tot bin? Kann das sein, dass es hier so ein Sixth Sense-Ding ist? Ich weiß nicht, dass ich selbst tot bin. Oh. Wäre doch möglich, oder? Oh Gott, was ist das jetzt? Mich hat einer auf den Bahnsteig geschmissen. Irgendein Bastard hat mich gerade auf den Bahnsteig geschmissen. Wer zum Teufel war das? Toll, jetzt spukt es hier auch noch. Oh, jetzt kommt ein Zug. Lass mich nicht überfahren, lass mich nicht überfahren, lass mich nicht. Verdammt! Game over. Okay, das hat ja gerade gut geklappt. Einmal fortsetzen, bitte. Schade. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Och Leute, das ist doch. Heather. Kann ich das irgendwie bitte? Ja. What just happened? Genau. Einmal bitte abbrechen. Na so ein Scheiß. Aber ich kann auch nicht speichern, gar nichts. Das ist natürlich doof. Mann. Also noch einmal komplett hier rein. Gut. Soll mir egal sein, ich bin es ja mittlerweile gewohnt, hier mal ein paar Stellen zu wiederholen, ne? Auch teilweise Schlüsselszenen. Was soll's. Einmal hier durch. Da liegt jetzt eine Zeitung. Einmal schnell durchlesen. Blablabla. So. Typ ohne Kopf, wegen Zug, bla, Ende tot, fertig. So. Ganz einfach. Einmal Karte von Bahnsteig. Zack, fertig, tot. Dann einmal hier alles schnell abklappern. Dann einmal zu einem Bahnsteig müsste der hier sein.